Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies Garden Warfare. Mit dabei bin natürlich nur wieder ich. Also Phantom Beast. Und ja, in Rang 33. 58.000, knapp 59, fast 59.000 Münzen. Und ja, dann öffnen wir mal wieder ein Päckchen. Und zwar eins davon und dann eins davon. Okay, der ist gekauft, der Mechaniker. Nice. Da dürfen wir uns demnächst ordentliche Autoreparaturrunden gönnen. Gut, und dann noch das 10.000er Pack. Ah, und gleichzeitig auch noch, nice, die Eiserbse. Da hatten wir ja 4 von 5 und jetzt haben wir den letzten davon bekommen. Ist so schön. Und das ist auch das erste Mal, dass wir, glaube ich, eine Eispflanze haben. Oder allgemein einen Charakter mit Eisschaden. Einer eisigen Waffe. Dann haben wir die eiserne Jungfrau. Ist ähnlich wie die Hochwellnisse, bloß jetzt kompakter. Hat wahrscheinlich mehr Rüstung. Und ist klein. Ich glaube, da kann man noch nicht mehr rüberspringen. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Fliegengitter-Zombie. Muskelprotz. Passt zu ihm. Pylon-Zombie. Ampullenbrille. Nicht schlecht, der Herr. Und zweimal Sterne bespringen. Und, also, wenn man. Oder wir heben uns das auf und können dann gleich noch in der Runde 1 kaufen. Gut. Ja, man merkt, ich habe es heute etwas eiliger. Nein, dafür lässt man sich Zeit. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So kalt wie das da aussieht, hier tropft schon der Schweiß wieder runter. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, dann werden wir demnächst öfters mal das andere MG ausprobieren. Es gibt gleich noch ein anderes. Schießt langsamer, hat aber mehr Schüsse, mehr Schaden. Sonst ist hier, glaube ich, alles beim Alten geblieben. Ja, okay. Dann haben wir jetzt schon drei Ingenieure und zwar jetzt noch den Mechaniker mit seinem komischen Hut und dem Kompressor auf dem Rücken. Hat, glaube ich, die Waffe ist, glaube ich, heißt Luftgewehr. Aber auch noch keine Aufbesserung für. Schießt ziemlich schnell, meine ich mal gehört, gesehen zu haben. Mal gucken, was bei ihm gut aussieht. Irgendwie finde ich diesen Rocker passt doch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme diese. Ja, Rocker. Und den Hut. Eigentlich müsste man den ja lassen. Hier zwar noch andere wie den Hammerkopf oder das Baustellengürtel hier. Ist auch nicht schlecht. Keine. Weiß nicht, was hätten wir für Accessoires. So eine Mutterbrille hätte auch schon was. Hätte auch was. Oder die Leuchtbrille. Ich glaube, wir machen den so. Und das sehe ich noch drauf. Ach was. Sieht ja schön. Hoffentlich bringt das Gürteltier auch was. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir die Chance haben, sie gleich zu spielen und für Sprachkommentare irgendwelcher Individuen des Internets möchte ich mich schon mal im Voraus wieder entschuldigen, was ja wahrscheinlich gleich der Fall sein wird. Auf geht's. Ich schenke mir kurz etwas ein, kann sein, dass man es hört.
Und bei manchen Leuten frage ich mich, ob sie überhaupt merken, dass alles 50 Preis gehen. Gut, dann ist eine Runde so schwer. Und nun ist Schluss damit. Oh Gott, und uns schnell weggeschonkt. Nächster Rauschbaron, also ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie man mich jetzt hören würde, wenn ich jetzt von denen gehört werde, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Also mich wundert gerade nur, warum die FPS-Rate so in den Keller sinkt. Das alte Video hatte ich eigentlich gelöscht, deswegen ist die Platte eigentlich wieder viel, viel Platz. Trotzdem sind wir ganz schön am Ab. Schießen. Leute, ich unterbreche das kurz und gucke nach dem Problem. Ich bin sofort wieder da. Und da sind wir wieder. Es tut mir leid für diese Unterbrechung, aber mir lag es an der Qualität. Und was bringt es, wenn es nicht high quality ist oder möglichst gute Qualität? Und man merkt ja jetzt, dass es angenehmer ist. Oh, hinter uns war noch einer. Ich habe noch einen getötet. Ach, der war hinter mir. Oder nee, das war der vor mir. Da kam wohl noch der Schuss und hat ihn noch erwischt. Unser MG steht auf dem Dach. Klingt auch nicht schlecht. Achso, da könnten wir ja auch mal. Apropos die Eiserbse. Hab ich jetzt gar nicht mehr dran. Ist der Teleporter hier? Natürlich nicht. Och, da rast er. Hot Rod Chomper. Durchs Gelände klingt auch nicht schlecht. Oha. Und der Unkrautsprenger vernichtet. Wir sind aber kein Unkraut, wir sind ein Kakteen. Ist ja auch immer so ganz viele Streitigkeiten darum, was ist jetzt Unkraut und was nicht. Wir sind auf jeden Fall kein Unkraut. Gut, alles bereit und go. Schon wieder eingehen und die sind ziemlich gute Stürme. Okay, Rainer töten.
Da dreht man sich noch und kriegt ihn dann in der Fresse. Dieser Eiseffekt ist nicht schlecht, der gefällt mir. Wenn man so. Ich muss sagen, von hier aus kann man nicht gut verteidigen. Er haut ganz schön rein mit seiner Armbrust. Hat auch schon irgendwie eine komische Farbe an seiner Armbrust. Hab ich bislang noch nicht gesehen. Wahrscheinlich so ein Waffendesign. Ich weiß nicht, wer das war, aber hier gibt es ja auch schon einige, die sind leveltechnisch weit voraus. Komm, mein Citrus-Bruder. Ach, von hinten der nächste. Luan Crow. Crow hat mich getötet. Aber ich muss sagen, ich mag das MG nicht so. Ich mag das. Das Schnelle finde ich irgendwie besser. Die Eislunze hat auf jeden Fall ihr Potenzial. Eiserbse. Oh, da rammt er mich die ganze Zeit weg. Ich knall gegen die Wände und sonst was. Gut, weiter. Wo bin ich denn hier? Zweite Weltkriegs. Die Munition vergeht aber ziemlich schnell. Oh, den krieg ich nicht. Oh, doch.
Ah, komm, den kriegen wir noch. Nein, schade. Aber gewonnen. Ach, da stehen sogar welche. Freuen sich. Ach, schön bekloppt das Spiel. So, und der Regel nach dürften wir jetzt ins Zombie-Team geraten. Und vorher öffne ich noch ein Depperts-Pack. Oh, das ist die Eis oder L. Ich glaube, das ist die Elektrokaktier. Dann Onkel Reinhard. Den Sonneneruptionsstrahl. Wahrscheinlich stärker mit zum dringend empfohlen. Tipp ich mal drauf, hat wahrscheinlich noch weniger als Ladezeit. Mistelzweig. Okay. Aber der Hut, der passt. Also das ist sowas, das würde ich glaube ich auf jeden Schnapper drauf packen. Das sieht einfach so total vornehm und nett aus. Ah, okay, kein zweites Pack. Da. Was nun? Klingt so wie ein Hund. Klang wie ein Hund. Ingenieur Mechaniker. Hab ich ihn überklickt? Ja. So, genug. Oh ja, der schießt sehr schnell. Ah, da ist noch einer. Ups, ich hab ein Gürteltier. Ja. Und wie lassen die Texturen gerade nach? Oh, ja, also ich muss sagen, die Bärenerbse oder Bärenwerfer, den müssen sie auf jeden Fall noch verschlechtern, weil die macht zu viel Schaden. Ich meine, 40 bei einem direkten Treffer kann ich ja verstehen, aber bei 8 Schuss im Magazin plus 20, wenn es nur in der Nähe ist, das ist unnötig. Also das ist ziemlich... Also ich finde, da gibt es kaum Klassen, die dagegen halten können. Ich meine, okay... Ich hab sie jetzt von hinten hier angegriffen. Krieg jetzt trotzdem einen auf die Fresse. Obwohl, gerade noch so geschafft. Boah, hier sitzt wahrscheinlich gleich die nächste. Und das macht das ganze Spiel auch nicht so toll, wenn du ein ganzes Gegnerteam aus diesen hässlichen Erbsen hast. Aber ich habe eine Priorität. Du heilst mal den Kollegen da oben. Ne, macht er nicht. Oder? Nee. Vergessen. Oh, wo ist denn Onkel Reinhard? Ich hätte auch mal ruhig so ein Heilpaket. Ich muss sagen, in dieser Partie sind ganz schön viele Ingenieure dabei. Also, ich hatte schon oft Runden, da war ich der Einzige. Ich will mal versuchen, von der anderen Seite bzw. von der Mitte aus. Los, komm, Onkel Reinhard. Hat er sich gut noch weggedreht, dass er mich gar nicht erst angeht? Also, ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. Und man hat sie wieder gesehen. Wer war es? Ja. Ich werde
definitiv nicht mehr mit dieser Erbse als Zombie freundlich oder befreundet. Und ich muss sagen, ich bin beim Mechaniker etwas enttäuscht. Normalerweise sieht man bei dieser Klasse, bei der Art, eigentlich immer die Poporille. Oh, hier wird man gleich zu spam. Schießt. Gott. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ja. Gucken, ob ich treffe. Zumindest steht mein Teleporter noch. Ich hoffe, was treffe ich dann gleich wieder. Och man, ey. Ich glaube, die sind in den Tod gesprungen. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Tschüssikowski, Baby Doll. Auf zum nächsten Ziel. Das Gürteltier macht uns ganz schön schnell, muss ich sagen. So, Onkel Reinhardt. Und dürfen wir den Krieg gewinnen. Oh, alter Falter. Wir werden ja zu richtigen Tricks an hier. Jetzt komm. Ist noch so ein Gurkenfass losgeschickt. Ach, er klaut mir meine. Klaut er mir das da hinten auch noch? Jetzt kommt, das baue ich noch aus. Stufe 3 ist Ende. Und was war's? Ja, war doch zu erwarten. Die wird. Weiß nicht. Ich meine, ich finde die Idee ja gut, dass es so Gratis-Helden gibt und so. Und ui, das ging ganz schön schnell. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass es so einfach so alles so gratis bislang ist, außer halt das Spiel an sich kauft. Bloß ich muss sagen, dieses Feintuning, das muss hier auf jeden Fall noch erledigt werden. Diese Ehrenwerfer, also ich hatte da vorhin eine Runde als Panzerkommandant. Da waren nur Bärenwerfer unterwegs und ich war nicht lange dabei. Hauptsache mein Teleporter lebt noch. Ach, ach Gott.
gonna repair it. Was ist das denn? Nein! Oh Gott. Da hat uns tödlich. Der Kommandosoldat damit sein. Von der Ausstattung komme ich ja noch nicht hinterher. Ich meine, ich habe mein Gürteltier. Alter! Das ist doch. Mann. Wenigstens werde ich wiederbelebt, ja. Von Admiral irgendwas. Also Reichweite ist der Typ nicht. Hoffentlich kann er wenigstens gut diese Drohne weg. Ja. Geht ein bisschen vorzielen und dann stoppt man die schon weg. Er hat mich mit dem Schleim getötet. Nice. Hier vor mir ein Kollege. Was ist er denn da? Ist das die erweiterte Drohne? Stimmt. Naja, kommt man noch nicht vorbei, gebrettert. Weil Big Daddy da hängt, ey. Mit einem Mongo. 10 Treffer mit Pylonenschlag. Zerstöre mal dreimal. Ledige 3. Laserschuss? Meine hat gar keinen Laserschuss, oder wie? Ich stehe hier nicht auf, warum, Kollege? Ach, so haben nicht sein Schuss. Wieso lässt die sich nicht umrammen? Jede andere Pflanze lässt sich umrammen. Mann. Ich glaube, da kommt man heute nicht durch. Der Kompressor muss erstmal wieder laden. Ach du Scheiße. Und was war's jetzt? Ach, wer hätte es gedacht? Also so langsam habe ich auch keine Lust mehr. Kämpfe. Na gut, okay, sie sind die Verteidiger, aber man muss nicht 20 Meter am Spawn stehen. Mann, und die Leute. Jetzt endlich. Die Verbündeten stehen wie bekloppt da unten. Oh. Ja. Da sind schon wieder eine gewesen und ja. Macht keinen Spaß. Ach, es ist endlich der AFK-Bobby auch mal wieder da. Ich meine, 1 Minute 30, ich bin jetzt ein bisschen pessimistisch, aber. Ach, ja, ich bin tot. Gegenseitig noch töten. Kollege, das wird nix. Ab geht's. Auf die Maschine und los. Ja, den möchte ich auch demnächst mal wieder in einem Let's Play spielen. Ach, schon wieder so eine Schweinebacke. Oh Mann! Alter! So dreckiges Gekämpfe da oben. Aber hey, was soll's. Kann ich jede Runde gut sein. Gut, der hat den Elektriker. Der hat gleich Brille auf ich. Geschmeichelt. Sich Stachelkraut. Ist das? Ach, das. Ja, was soll ich da machen? Ach.
Mein Fass ist wahrscheinlich auch gleich tot. Das So, und damit bedanke ich mich für diese Folge und wir sehen uns definitiv in der nächsten und hoffentlich in einer besseren Folge. Bis dann.